Hey Leute, hier ist wieder euer Dice und wir spielen eine neue Runde Deadly Premonition. Und haben beim letzten Mal ganz genau hier aufgehört. Da vorne ist das Polizeirevier, wo wir zwischen 9 und 17 Uhr uns einfinden sollen. Wir haben jetzt 10:30, deswegen werden wir da einfach mal hingehen und gucken, was die uns so zu erzählen haben. Und ja, wie ich in der letzten Folge schon gesagt habe, ich habe mir ein paar Notizen gemacht wegen den Nebenquests. Erstmal nur für Kapitel 2 und ich hoffe einfach, dass Kapitel 2 hiernach nicht direkt endet. Weil ich habe keine Ahnung, wann die Kapitel wirklich enden und ob ich die Nebenmissionen dann überhaupt noch machen kann. Deswegen hoffen wir jetzt einfach mal, dass hier nach Kapitel 2 noch nicht zu Ende ist. That's one fine building for such a small town. The exterior woodwork is spectacular. Don't you agree, Zach? Natürlich. Diese Musik immer unterstreicht voll die Stimmung in diesem Spiel. Pennt der? Nein. Pleasure to meet you, Agent Morgan. We've been expecting you. I'm Thomas McLean, the sheriff's assistant. Und du bist ein bisschen angetatscht, oder? Kann das sein? FBI Special Agent Francis York Morgan. Please just call me York. It's what everyone else calls me. Very well then, Agent York. I believe I owe you a thank you for retrieving my belongings from my car. Thanks. Oh, no, no. Just doing my job. I just... Well, I want to help do everything I can to help the investigation. I just can't believe Anna was murdered. She was such a bright and lovely girl. Did you know her well? Well, no, not really. But it's a very small town. I'm sorry. It's just that this is the first really big case I've ever seen. I understand. Just try to relax. Can I have a look at Anna's file now? Yes, of course. The sheriff told me to let you through to the meeting room, but I've lost the key to the cabinet where the files are. Why don't you take a look around while I go look for it? Okay, let me know when things are ready. Zach, Thomas appears to be the kind and sensitive type, totally at odds with the monarch. Almost a good setting for a cartoon. Ja, ich komme mir auch so ein bisschen vor wie in einem Cartoon. Okay, da vorne muss ich anscheinend rein. Da kann ich speichern. Das möchte ich jetzt nicht machen. Gehen wir doch erstmal hier rein. Ja, ihr wisst, wie das läuft. Alles schön untersuchen. Oh, da vorne sitzt Emily. Ist gerade schwer beschäftigt. Kann ich mit dir reden? Sie ist sehr schön. Mutigere Kleidung als die Uniform würden ihr besser stehen, Zack. Ja, würden ihr. Hi. Können Sie mir vor der Besprechung vielleicht das ganze Büro zeigen? Tut mir leid, Agent York. Ich habe zu tun. Können Sie Thomas bitten? Das ist keine sehr gute Idee. Wieso? Was ist denn los? Er hat den Schlüssel zum Schrank verloren, in dem die Akten sind. Er hat mich gebeten, mich im Büro umzuschauen, bis er ihn gefunden hat. Ich hoffe, das dauert nicht lange. Okay. Kann ich auch mit dir reden? Nee, dich kann ich nur anschauen. Oh, war das daneben schon Nebenquest? Was mir da angezeigt wurde. Hallo? George, do you work out every day? Of course, Agent Morgan. Exercise keeps me healthy. I haven't missed a day since I started in high school. Now that's impressive. Remind me to get more exercise, Zach. But I can't do my full routine today without Arnold. I haven't seen Arnold around since yesterday. Arnold. He's a training buddy of mine. His partner Sylvester misses him too. If you see Arnold around, let me know, will you? Can't finish my workout menu without him. Okay. I'll keep an eye out for him. Ah, die verlorene Hantel. Okay. Mit Namen Arnold. Alles klar.
So, was haben wir denn hier? George hat seinen geliebten Arnold im Büro verloren. Ohne ihn kann er nicht trainieren. Finden Sie, wonach George sucht, und bringen Sie es ihm, damit er zur alten Form zurückfinden kann. Okay, Nebenaufgabe Nummer 4 haben wir doch schon mal eine Sache, die wir erledigen können. Irgendwo im Büro muss also seine Hantel liegen. Ich glaube, mit dir muss ich jetzt nicht nochmal sprechen. Aber das ist gut, dass mir die Sachen so angezeigt werden, die Nebenquests. Da ist schon mal schwieriger, dass ich das irgendwie übersehen könnte. Aber was ich auch schon gelesen habe, ist, dass die Nebenquests auch teilweise von der Tageszeit und vor allen Dingen vom Wetter abhängig sind. Deswegen muss ich da immer mal nach der Karte gucken. Morgen ist es schön, aber nachmittags wird es bewölkt. Wenigstens regnet es nicht. Okay. Also kein Regen morgen für uns. Kann ich hier auf die Toiletten? Nope. Nope. Mit dir kann ich auch nicht sprechen. Ich kann jetzt nicht weg. Soll's auch nicht. Achso, das war Escape. Okay. Kann ich da rein? Nope. Arnold, wo bist du? Aber, ja, muss ich sagen, es lohnt sich, wenn man sich ein bisschen umschaut. Ach, schau mal. Was? Schlüssel, Kurzkopf, Kleidbeutel. Hä? Mit Kleidhörnchen, mit langem Schwanz, an einem Schlüssel des Sheriffbüros, okay? Okay. Was auch immer. Da ist nichts drin. Hier neben ist mein Koffer und ich kann mich umziehen. Kitchen Room. Ja, die Hantel wird doch wohl nicht in der Küche irgendwo sein. Da ist auf jeden Fall mal ein Grauhörnchen. Okay. Ich kann mich rasieren. Ach, da, guck mal, da liegt ja die Hantel. Zack, we found Arnold. Let's get him back to George. I guess it's a cute name for a dumbbell. Ja, total. So, haben wir den auch schon mal. Gucken wir gerade noch mal in den Kühlschrank. Die haben bestimmt stimmt hier was drin, ne? Ein Truthahn-Sandwich. Wie sieht denn das aus? Was war denn bitteschön das Blaue da drin? Hey, Emily. Hi. Sag Bescheid, falls ich dir bei irgendwas helfen kann. Ach, ich brauche keine Hilfe. Ja, du hast zu tun, okay. Wo ging's jetzt? Ich glaube, das ging hier rein zum Office. Na, George? Ah, ja, hier, bitteschön, deine Hantel. George, I found Arnold. Really? Wie er sich freut. Hard-headed, but I got him to come back. Oh, Arnold. Well done, Agent Morgan. Now I can work out using my normal workout menu. Good to hear that. Huh? Here's a little something to show you my appreciation. Okay. Ah, eine Karte. So that makes us even. I don't owe you anything, and you don't owe me anything. No changes to how we work together. Just bear that in mind. Zack, he needs some friends who aren't so dumb. Okay. Wir haben sogar einen Erfolg dafür bekommen. Und wieder $200. Und jetzt, wie geht's jetzt hier weiter? Wahrscheinlich müssen wir... Die Schlüssel, die ich hier gefunden habe, sind wahrscheinlich die fürs Archiv.
Aber bevor ich dahin gehe, werde ich mich trotzdem mal weiter hier noch umschauen. Ach, guck mal, da liegt ja noch einer. Europäisches Gleithörnchen. Alles klar. Haben wir das auch? Na, Emily? Kann ich mit euch irgendwas machen? Nope. Ich kann euch nur anschauen. Das ist Fire Exit. Da darf ich auch nicht raus. Was haben wir hier unten? Immer schön alles kaputt prügeln. So. Gehen wir erstmal nach hier. Oh. Munition. 10mm Automatikkugeln. Da haben wir schon mal ein paar von gefunden. Ah, hier ist der Schießstand. Okay. Und da liegt noch ein Schlüssel. Asiatisches Streifenhörnchen. Die haben echt ganz schön viele Schlüssel hier. Okay. Gehen wir da hinten noch reingucken. Erzählst du mir irgendwas? Nein. Du bist auch einfach nur ein Statist. Kann ich da drinne pennen? Ernsthaft? Okay, warum auch eigentlich nicht? Oh, hi. Da kann ich noch rein. So wie das aussieht, liegt da auch noch ein Schlüssel. Südliches Gleithörnchen. Wir haben echt komische Sachen hier. Hey, da ist eine Tür dahinter. Okay. Interessant. So, aber schlafen muss ich jetzt nicht. Glaube ich zumindest nicht. Warum sollte ich? Ich bin ja eben erst aufgestanden. Hallo, gehst du bitte durch die Tür? Okay, dann können wir eigentlich mal in diese andere rote Tür hier reingehen. Zu Thomas. Warte, bevor ich dich anquatsch. Bling. Wow, ihre Archive sind... Was ist das hier eigentlich für ein Mechanismus? Oh mein Gott. Aber eure Archive sind nicht gerade gefüllt. Ihr solltet vielleicht die ganzen Ordner, die hier außerhalb stehen, solltet ihr vielleicht hier reinpacken. Das würde bestimmt ein bisschen mehr helfen. Agent York, haben Sie den Schlüssel gefunden? Ja, ich habe ein paar Schlüssel gefunden. You found the key. I think so. Is this it? You don't know your squirrels, do you? This isn't the right key holder. This is a Siberian flying squirrel. It's closer to a land-based squirrel. The Siberian flying squirrel is larger than the southern flying squirrel. And has a standing tail, while the southern has a hanging tail. But we're looking for a southern flying squirrel right now. You sure do know a lot about squirrels. Okay, aber den Schlüssel haben wir auch. So, asiatisches Grauhörnchen, südliches, genau. You found the key. That's the right one? Wie er sich freut. Yes, a southern flying squirrel. Thank you so much. I'll bring the files right in, so please go to the meeting room. Okay, I'll be waiting for you. Well, Zach, we just got here and we've cracked a big case already. Wo das Zeug aber auch überall verschwunden war. The victim's name was Anna Graham. Age 18, she just recently graduated from high school this year. Her dream was to move out to the city and become a model. But for the time being, she was working in the A&G diner here in town. She lived with her mother, Sally,
Anna's father died in an accident in the lumber mill when she was a child. Her mother is unemployed and lives on the insurance money from her husband's accident. After all, it's a small town with a low cost of living. Financially, they seem to get by fine, and they led normal lives. Ich habe hier schon Kekse für $35 gesehen. A curious teenager doesn't want. Mit niedrigen Preisen. It's all starting to make sense, Zach. Er ist einfach so cool. City folk, huh? No. No, I take that back. All of them can't be as bad as him. And some should have better manners. Huh. This is a good biscuit. I've never tasted a biscuit this delicious. Where in town can I get these? Well, actually... I baked them myself. That's amazing. What are you doing in law enforcement? I'm very particular about biscuits, I'll have you know. The balance of milk and butter you've achieved here. Oh, my. Agent Morgan, the autopsy's ready. You are welcome to accompany me to the Greenvale General Hospital. Emily, you come too. Thomas, stay here and tidy up these files. Yes, sir. We're going to use the car outside. Let's get going. You might think this is just a small-town police investigation, but our inspections are thorough and solid. I'm hoping you won't slow us down. Nee, der ist mit seinem Keks beschäftigt. Oh mein Gott. Seht ihr, Sheriffbüro abgeschlossen. Ich habe mir jetzt noch ein paar andere Nebenquests hier für Kapitel 2 aufgeschrieben und ich habe keine Ahnung, ob ich die jetzt noch machen kann. Ah, erhalten Zahlung 220. Okay, Grundgehalt schon wieder $2,829. Möchtest du speichern? Ja, warum eigentlich nicht? Aber wir haben Arnold wiedergefunden. Ist doch schon mal was. Glaube ich. Ich weiß nicht. Ah, oh Mann. The Greenvale General Hospital is down the road by the lake. It's too far to walk. Come on. Get in the car. If I'm riding in a car, George, I prefer to be the driver. Can you provide a car for me? What are you talking about? You don't even know how to get there. Which is another good reason for me to drive, George. I need to learn my way around town. Oh, man. Very well. Then I'll ride with you. I want to keep an eye on you. Fair enough. Just one thing, Agent Morgan. Your involvement in this case is limited. That means you don't have to learn your way around town. George, we'd better get moving. The hospital closes at 2100. Okay. Also als nächstes geht's zum Krankenhaus. Ja, liebe Leute, ich werde die Folge mal ein bisschen kürzer machen. Einfach nur, weil ich nicht denke, dass ich in dieser Folge noch dort ankommen werde. Ja, wenn es euch bis hierher gefallen hat, es regnet. Die haben doch heute gesagt, dass es nicht regnet. Ah, okay. Komisch. Ja, wenn es euch bis hierher gefallen hat, Daumen hoch, Kommentare unter diesem Video sind wie immer gerne gesehen. Bleibt anständig und bis zum nächsten Mal.